Sieh mir fest in die Augen. Ganz fest. Du fühlst dich so müde. Müde und hilfsbereit. Ja, da gebe ich dir mein Geld. Bitte pünktlich. Ich habe eine Taschenuhr. Oh, zerstören Sie die Fregatte? Okay, ich bin hilfsbereit. Wartet mal. Was soll ich zerstören und wenn wo? Oh, falsche Karte. Cool. Na, das kriegen wir hin. Wartet. Neue Befehle. Wir haben hier auch zwei Schiffe. Und da fahren wir mal hin und gucken wir mal, dass wir die Fregatte zerstören können. Weil wir haben ja auch zwei Fregatten, ne? Mit zwei Fregatten wird das was, denke ich mal. Gut, die sind ein bisschen langsamer. Aber sie kommen schon an. Da hinten sind so viele Schiffe mit Rot. Warte mal. Ist mal wieder hier mein Pirat irgendwie ausgelaufen. Hallo, ich will zu dem da. So. Nicht Angriffspakt. Wagen Sie es nicht, mich hinters Licht zu führen. Mist. Ah. Nicht bevor wir kriegen, was uns zusteht. Sehr gut. Jetzt bin ich auch hier drüben. Das ist super. Moment, dann kann ich mal ganz kurz Geld ausgeben. Gib es einfach her. Bitte sehr. Ganz genau. Bevor ich auch nur einen Knicks mache, wir nehmen es. So. Dann kann ich ihm hier auch mal... Nein! Da hat er wieder zurückgesetzt. Schade. Okay. Na gut. Okay, aber wir sind gleich an der Stelle, wo ich hin will. Meine Tochter mag sie nicht. Okay, seine Tochter mag uns nicht. Wenn es nur die Tochter ist. Flotte unterwegs. Flotte unterwegs. Achtung. Schiff unter Beschuss. Reitseite und los. Zum Angriff. In anderen Spielen würde man jetzt sagen, Achtung, wir werden gerammt. Laufen Koordinaten an. Kein Thema, wir kriegen es hin. Sind Sie wirklich bereit zu gucken? Sie sind zu großzügig. So. Willi? An die Segel und Brassen! Okay. Ich hätte das andere Schiff nehmen sollen. Aber egal. So, wo soll's hin? Dahin. Na gut. Dann fahr da mal hin. Hm? Wo sind meine Schiffe? Ich suche gerade meine Schiffe. Waren die nicht hier? Schiffsmenü. Wo bist du? Nein. Das ist es nicht. Ich wollte dieses Schiff. Aha, okay. Das ist inaktiv. Das kann man nach Hause zum Reparieren. So, Pferd. Neue Befehle, Admiral. Und er hier soll ja, wo soll er eigentlich hin? Der soll da hin und fährt hier so rüber. Okay, der ist gleich da und kann dann den Beweis zur Zerstörung abgeben. Auch wenn er ein bisschen angeschlagen ist. Und dann schicke ich ihn auch zur Reparatur und anschließend wechseln wir wieder zurück zur Enterprise, damit die sozusagen ihre Materialien abliefern kann und dann den Reparaturturm oben fertigstellen kann beim Bau. Man merkt, das Schiff ist ein bisschen angeschlagen. Aber es kommt an. Achtung! Gleich ist es soweit.
Kann es sein, dass die Insel da hinten gar nicht so richtig bebaut ist? Ach, das ist unsere. Daran liegt's. Ja, die habe ich nur annektiert, damit sie nicht sozusagen mir weggeschnappt wird. Soll ich schon mal einschenken zum Anstoßen? Jo, bitte sehr. Ich war ziemlich sicher, dass du das hinbekommst. Gut, so, also zurück mit dir zur Reparatur. Toll, hat er nicht ausgewählt. Das warst du, ne? Haltet sie auf Kurs! Ja. Genau, so. Und wir kehren zurück zur Enterprise, die hoffentlich mittlerweile angelegt hat. Ah, die Jungfernfahrt ist beendet. Achtung, Admiral anwesend. Genau, die Jungfernfahrt ist beendet und das Schiff ist fast vollständig. So. Ei. Gut, das hat geklappt. Dann kann das Schiff wieder zurück, um die Baumaterialien zurückzugeben, die übrig geblieben sind. So, hier hatte ich... Hatten wir da den Part mit dem Hopfen. Der Hopfen reichte ja eigentlich, genau. Das müsste alles funktionieren. Ich hoffe, dass das auch in der Aufteilung ganz gut funktioniert. Was ist hier? Fehlende Ware. Gott hatte wenigstens Lehm, um die Menschen zu formen. Was habe ich? Eisen fehlt. Wir haben zu wenig Eisen. Das müssten wir eigentlich relativ leicht korrigieren können, wenn ich eine Eisenmine finde. Wartet mal. Zement. Kupfer. Warum habe ich hier eigentlich gerade so komische Musik? Keine Ahnung. Schiff unter Beschuss und... Was ist das für ein Geruch? Was? Brennendes Segelschiff? Wie? Was? Was? Wo denn wieder? Hallo? Ich habe keine Ahnung. Ein Schiff wurde zerstört. Was? Oh, was ist passiert? Der Schoner ist untergegangen. Wenn was? Wenn Sie nicht für mich einstehen, wäre das eine schreckliche Kränkung. Wir sind auf Sie vorbereitet. Ja, ich nicht. Irgendein Schoner ist untergegangen. Teufel auch. Ist aber nicht gut. Das ist nicht gut. Ein Schoner ist untergegangen. Piraten. Ja, wir haben einen Fehler. Hier. Bring den Piraten bei, ihre Finger von Willy zu lassen. Wir brauchen einen Schoner. Wir brauchen zwei Schoner, wenn man es mal genau nimmt. Nee, Korrektur brauchen wir ja gar nicht. Wie kann ich denn das abbrechen? Wie kann ich denn das jetzt abbrechen, dass ich hier zwei genommen habe? Was sagst du? Wir formen zusammen einen magischen Zirkel. Ja, eine Allianz ist immer gut. Kein Grund, sich zu schämen. Aber wie kann ich denn das jetzt... Schiff bauen will ich ja nicht. Ah, hier. Okay, man muss auf die Warteschlange mit RB. Das ist auch interessant. Okay, so geht's. Gut. Was haben wir denn jetzt? Achtung, so. Admiral anwesend. Bitte sehr, einmal zurück. Brauchen wir nicht mehr. Das passt, das passt. Jo. Gut, wir brauchen noch den Schoner, weil momentan funktioniert das mit den Hopfen-Malz-Geschichten nicht. Da muss ich ganz kurz warten, noch eine Minute 40 etwas drunter, aber es macht nichts. So, wir wollten ein Eisenvorkommen hier. Weil Eisen ein Problem war, deswegen bauen wir noch eine Mine. Da
bleib zurück! Die Rohre müssen gespült werden! Sieht beschäftigt aus, da kommt jemand. Gut, weil die Mine als Mine bringt ja nichts, außer eben den Rohstoff und braucht Arbeitskräfte und die Arbeitskräfte hatten wir. Deswegen alles gut, das funktionierte ganz gut. Da muss ich keine großen Probleme machen. Mich ärgert, wie gesagt, dass die Diplomatie wieder nicht will, so wie ich will. Ich würde ihr hier gerne langsam aber sicher mal Hallo, ich will darauf. Unmöglich, ja toll. Unmöglich. Auch unmöglich und ich komme drüben auf die Ecke mit Geld und so weiter nicht rüber. So, Willi hat einen Waffenstillstand mit den Piraten gemacht. Was? Das ist ja mal wieder toll. Wartet. Nahezu unmöglich ist auch toll und leicht erhöht. Lassen Sie uns den Einsatz erhöhen. Auch ich habe Frau und Kind. Gut, so, jetzt bin ich in dem Menü hier drin. Sie sind ein sehr vernünftiger Mensch. Setzen Sie Ihr Schmierfett etwas sparsamer ein, ja? Oh, ja. Sie sind ein sehr vernünftiger Mensch. Er soll mich halt mögen. Komme ich jetzt hier in... Nein. Schiff vom Stapel gelaufen. Na gut. So, Schiff vom Stapel gelaufen. Ja. Du musst nämlich als Schiff in die Handelsroute. Wir haben nämlich... Einmal bitte wieder im richtigen Menü. So, was haben wir denn? Oh, guckt mal, hier haben wir irgendwas, eine neue Route, die gar nicht aktiv ist. Ohne alles. Können wir löschen. Aber du bräuchtest mal hier bitte ein Schiff. Ein Schiff. Und das musst du sein. Schiff unter Beschuss. Mhm. Sehen Sie sich stolz zurecht. Meine Schiffe patrouillieren hier ja. Das ist ganz gut, dass sie patrouillieren, muss ich sagen. So, das Ding hier geht unter. Danke. Wir wollen der Dame es ja nicht zu leicht machen, ne? Da war doch was. So, und auch du bitte noch runtergehen. Na komm. Danke sehr. Nimm mal jetzt Treibgut noch mit. Ein Schiff erster Klasse. Oh, wir haben irgendjemanden gerettet. Was haben wir denn da? Wir haben jemanden für Perlenfarm gerettet. Okay, den bringen wir dann mal in Sicherheit. Das Schiff nehmen wir mal dahin. Ganz ehrlich. Wir werden wachsam sein. So. Und Zigarren oder so haben wir auch noch gerettet. So, weil die beiden, die jetzt im Krieg oder im Kampf waren, die sind ja ein bisschen angeschlagen. Deswegen werde ich die mal kurz zur Reparatur schicken. Und dann kann mein anderes großes Superschiff gerade ein bisschen hin und her fahren. Ja. Aber es läuft ganz gut hier. Auch im Krieg läuft's noch ganz gut. So, was ein bisschen schade ist, kann hier oben die Insel nicht abkaufen. Ich habe zu wenig Einfluss. Würde sie gerne abkaufen. Zu wenig Einfluss. Ganz traurig, traurig, wirklich traurig. So. Strahlen fluten die Lichtung. Wie eine Ware. Kommt da unten, ist das hier mein Schoner oder beziehungsweise meine Fregatte, was ist denn das? Einsatzbereit.
Ach. Okay. Die Nichtsnutze habe ich schon über Bord geworfen. Ach, die ist schon in der höchsten Entwicklungsstufe, die gute Dame. Die hat schon den Dampfer. Den richtigen Dampfer. Interessant. Ein Frachtschiff. Kann ich das nicht auch schon bauen? Warte mal. Ich kann nur den Clipper bauen. Okay. Ei. So, ich werde mal hier hinten den Knäuel ein bisschen entknäulen. So. Das Ding ist schon repariert, dann kann das schon auf Patrouille gehen. So, ein bisschen Patrouille. Zwar nicht ganz so schön, weil sie nicht Informationen fahren, aber das kriegen wir vielleicht noch hin. Oh, der ist ja auch gleich repariert. Das dauert ja gar nicht so lange. Na gut. Neue Ziele? Jo. Ich mach's jedes Mal falsch. Ich will hier in das Menü und dann mach ich's irgendwie falsch. So, also da ist hier. Gut, so, dann fahren die beiden bitte wieder als Patrouille zusammen. Gut, und mein anderes Schiff hier, das kann auch hin und her patrouillieren, das ist nicht weiter schlimm. Gut. So, ich muss mich mal ganz kurz mit der Frage beschäftigen, wie wir Einfluss kriegen. Ihr Unternehmen hat von Anfang an einen Einflussgrundwert. Der ist 105. Ihre Gesamtbevölkerung erhöht ihren Einfluss. Wir brauchen also mehr Bevölkerung. Locken Sie Investoren an, um mehr Einfluss zu gewinnen. Wir haben 0. Klar, weil wir sind noch nicht in der höchsten Entwicklungsstufe. So, verfügbarer Einfluss 6 von 365. Nächste Einflussstufe gibt es bei einer Bevölkerung von 5600. Da kriegen wir 20 plus. Okay, also brauchen wir mehr Leute. Was ja auch nicht weiter verwunderlich ist, weil wir müssen ja wieso an den Leuten arbeiten. Dem fehlt hier oben immer noch eine Ware. Klar. Ah, hier unten, da kommt das Schiff, ne? Ja, da ist er. Ein Schiff erster Klasse. Und da bringt er auch die Ware. Okay. Ich muss mal kurz in die neue Welt, weil wir ja diese Produktionskette gerade neu aufgebaut haben. Muss ich mal ganz kurz gucken, ob die reicht. Ob sozusagen der hier... Ola. Ja, er steht immer und wartet. Okay. Habe ich mir fast gedacht. Wir brauchen noch ein zweites Feld. Na gut, dann kommt noch ein zweites Feld. Dieses Feld werde ich mal ganz kurz mit einer Straße anschließen. Okay. Na. Steuerung. Jetzt. So. Und dann kann ich... da auch mal das Feld dazu noch bauen. So. Okay. Und die letzte Reihe auch noch. Gut. Das sind doch keine mageren Zeiten. Nö, das reicht denen hier nämlich auch. Gut, wie sieht's mit der Backbanane auf der anderen Seite aus? Ich bin gespannt, was die Zukunft alles bringen wird. Knapp und die Ponchos auch. Warum sind Ponchos und Banane knapp? Schoner steht bereit. Weil das Schiff mir immer alles Mögliche wegklaut, ne?
Gut, aber die Banane nimmt zu. Banane nimmt zu und er hier hat eine 100% Auslastung. Also müsste es eigentlich gehen. Ja, die nimmt zu, die lassen wir. Wo ist denn hier das Öl? Hm? Wo ist das Öl? Er brauchte doch noch Öl, ne? Fischöl. Genau, Fischöl braucht er zur Herstellung und das ist... War noch nicht so weit unten. Ach, da oben. So, das bleibt gleich. Also, wenn wir noch eine Fabrik brauchen, brauchen wir noch eine Fischölgeschichte und dann hätten wir es. Also können wir ohne Probleme wahrscheinlich das Ding verdoppeln. Schätzchen, bring Papa doch seinen Hut nach draußen. So, wenn das verdoppelt ist, würde ich sagen, wir schieben das um eins weg. Und hier dann lieber den Weg rein. So, und dann einmal nochmal Fischöl und das müsste dann eigentlich reichen mit der Herstellung, denke ich. Schön, dich zu sehen, Onkel. Könnt's ganz gerade bauen. Könnt's auch eins versetzt machen. Komm, wir machen es um eins versetzt. Das sieht, glaube ich, ganz nett aus. Jetzt müssen wir bloß gucken, dass wir hier hinten die Straße ranführen. Zack. Und wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. So sieht's doch schön aus. Ja. Gut, so, dann haben wir auch die Produktion noch. Hier hinten wollen wieder was, irgendwelche Leute was von mir. Nein? Hallo? Da. Das Leben hier ist großartig. Gehen wir mit gutem Beispiel voran. Heute ist der erste Jahrestag unserer Revolution. Ihr Redakteur will einen Artikel über uns Freiheitskämpfer bringen und nachdem Sie so eine Inspiration für uns waren, würde es uns viel bedeuten, wenn Sie das Foto machen könnten. Natürlich. Ihre Insel wird angegriffen. Ich muss mal kurz ein Foto machen, wartet. Und dann gucke ich mir an, was da angegriffen wird. Ihr so. Hafen wird angegriffen. Was? Das ist nicht gut. Neue Befehle, Admiral. Die greift was an, was nicht angegriffen werden sollte. Aber ich glaube... Ich glaube, das schafft sie nicht. Okay. Die Insel ist geschwächt. Ja, toll. Wir sind halt leider immer noch im Krieg und blöderweise funktioniert das Diplomationsmenü immer noch nicht. Ich wiederhole das öfters, damit ihr das wisst. Und wie gesagt, es ist ein Bug. Ich habe das Programm schon zweimal neu gestartet und es ist immer noch... Das gleiche Problem. So. Gut, meine Schiffe kommen gar nicht erst schnell genug an. Also ist egal. Dann können sie zurück.